Reißen wir das Pflaster ab, starten wir mit Pathfinder Wrath of the Righteous. Presseversion, ich darf ein paar Stunden früher euch das schon zeigen, durfte die letzten zwei Wochen immer wieder mal reinschauen. Und obwohl ich sehr ganz viel Zeit im Charaktereditor rumgeklickt habe, bin ich immer noch unschlüssig, welchen Charakter ich spiele, weil es genauso ist, als wenn man sich vor der Geburt aussuchen könnte, wie sein Leben wird. Mit so Plus-Minus-Geschichten. Und die nächsten 30 Jahre verfolgt einen das. Hier sind es dann etwa 100 Stunden. Plus-Minus. Man kann natürlich auch vordefinierte Charaktere nehmen. Es ist einfach ein Rollenspiel-Epos. Ich werde mir das auch alles festhalten, also wie viel oder wie weit wir spielen. Ich mache es ein bisschen wirklich daran fest, wenn irgendwann keine Leute Interesse haben mehr, dann würde das einfach versanden. Ist halt doof, wenn man es am Anfang schon sagt, aber mal gucken. Der erste Teil hat mich irgendwie so nach 70 Stunden wurde es schwierig, da müsst ihr mich nochmal motivieren. Da bin ich wenigstens noch ein paar Stunden dranhänge. Aber vielleicht packt die Geschichte mich einfach mehr als bei Kingmaker. Bei Kingmaker ist halt echt riesig gewesen schon. Krasser Scheiß. Ich bin ja eigentlich der Fan von 40-Stunden-Spiele. 40, 50, 60 Stunden, das ist dann, sag ich mal, ein perfektes Spiel. Hier wird das einfach verdoppelt. So, wir gehen ins neue Spiel. Wer sich für das Spiel schon, also wer es schon kennt, diesmal eine sehr klassische Geschichte. Kampf gut gegen böse. Aus dem Abyss kommen Haufen Dämonen, die die Welt zerstören wollen. Und die Guten, zu denen wir eigentlich gehören, wir können es einfach hier lesen. Schließe dich dem Kampf gegen die Weltwunde an, dem seit über 100 Jahren wütenden epischen Krieg zwischen Golarion und dem Abyss. Bis jetzt konnten die Armeen der Kreuzfahrer die erdrückende Übermacht des Feindes mit Mühe im Zaum halten. Aber das soll sich nun ändern, denn die Dämonenherrscher bereiten einen entscheidenden Schlag vor. Du musst legendäre Kräfte entfesseln, das Kommando über den 5. Kreuzzug übernehmen und deine Truppen gegen die dämonischen Horden in die Schlacht führen. Es gibt wieder unzählige Schwierigkeitsgrade, also selbst für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Pen and Paper oder irgendwelche Rollenspiele, die können dann mit Geschichte einfach die Geschichte erleben. Da sind die Gegner so schwach, die explodieren durchs Angucken. Wir werden waghalsig spielen, aber mit einer Veränderung, weil ich will die Charakterumschulung aktiv haben. Das bedeutet, diese Option, dass bestimmte NPCs meinen Charakter und meine Gefährten umschulen können, auch im Verlauf des Spiels. Aber sonst möchte ich halt waghalsig haben, weil die Gegner werden nur ganz leicht abgeschwächt. Der Schaden an der Gruppe wird normal gehalten. Alles andere davor wird halt, finde ich dann, ja nicht zu leicht. Aber es ist halt ein bisschen, selbst normal ist eigentlich verleichtert von der Pathfinder-Geschichte her. Sollte man Kingmaker vorher gespielt haben? Nein, muss man nicht. Es ist eine ganz andere Geschichte. Es ist halt einfach nur wieder aufs Pathfinder-Regelwerk, Regelwerk ausgelegt und wir werden nicht den rundenbasierten Modus spielen, sondern wir werden den Retail-Modus spielen. Der rundenbasierte Modus ist ganz schön, der kostet aber meines Erachtens kostet der einfach 10-mal mehr Zeit im Kampf. Und das machen andere Spiele meines Erachtens besser, wie Divinity 1 und 2, die sind halt einfach die, also für mich ist das die Krönung des Rundenkampfes in Rollenspielen. Ja, Divinity Original Sin. Ist halt einfach 10-mal besser gelöst als hier. Der Rundenkampf hier ist auch okay, für Leute, die sich ein bisschen Zeit lassen wollen. Aber der Echtzeitkampf mit Pausierung ist auch super. So, weiter. Es gibt ja ein paar vordefinierte Charaktere, wir erstellen uns jetzt aber gleich einen eigenen. Da sind halt die Klassiker drin, mit einer Anmerkung von dem Bild, von der Bildbalance, mit dem Schwierigkeitsgrad und halt auch mit Tiergefährten. Ich habe übrigens, als ich getestet habe, den Ritter gespielt. Ich habe es nicht auf leicht. Ich habe das Spiel auf eigen. Ganz entspannt, Fresher. Ich habe auf waghalsig und habe nur eine Option geändert, die Charakterumschulung. Weil ich die drin haben will, weil ich einfach nicht so stark im Regelwerk bin, dass ich wirklich 100% alles richtig machen würde jetzt. Deshalb möchte ich die Möglichkeit haben, Charaktere im Spielverlauf trotzdem umschulen zu können. Ansonsten hängst du da nämlich dann so fest wie früher in Diablo 2. Ne, die Anpassung der Feindeswerte ist richtig so. Das ist von dem Schwierigkeitsgrad so eingestellt. Beim nächsthöheren Schwierigkeitsgrad empfiehlt das Spiel schon, dass du das Pathfinder-Regelwerk kennst und dass du im Charakter, also in der Charaktererstellung, keine Fehler machst. Pathfinder ist hart. Es ist ein schwieriges Spiel. So, kommen wir zurück.
Ritter, Kleriker, Kämpfer, Schurke, Attentäter, Hexenmeister ist vordeklariert. Jetzt denkt man, gibt's nur so wenig? Nein, gibt's nicht. Es gibt, ich glaube, es waren 12 Rassen und 25 Klassen, Hauptklassen. Weil es gibt ja noch Unterklassen. So, eigenen Charakter erstellen. Die schwierige Entscheidung meines Aussehens. Man kann übrigens neue Icons benutzen von Wraith of the Righthouse, aber wer den letzten Teil gespielt hat, kann auch von Kingmaker Charakterbilder nehmen. Oder sogar von den Hauptcharakteren von Kingmaker. Von damals, also von den Gefährten. Man erinnert sich ja. Danke, J-Doc. So. Ich tendiere zwischen Schurke und Paladin übrigens. Also Paladin-ähnliche Klasse. Bin aber sehr zwiegespalten. Du siehst eigentlich aus wie der Wicht aus dem ersten Teil, dem wir die ganze Zeit hinterhergejagt sind. Das ist übrigens das Bild für den Inquisitor. Fuchs habe ich im Angespielt gemacht auf YouTube, weil ich dachte, das Fuchsvolk, mir fällt der Name Keran, irgendwas mit K heißen die in Wahrheit. Die sind halt nicht auf Stärke, die sind rein Beweglichkeit. Ja, Kitsune, dankeschön für die Ergänzung. Ich hätte es jetzt gleich sagen können, weil wir nachher zum Volk ja sowieso kommen. Kampfmönch. Dicke alte Zwergin. Das finde ich übrigens komisch, dass der Avatar hier im Charaktereditor drin ist, weil diese Person tritt nachher im Spiel auch auf. Wir können auch nachher beim Porträt nochmal zurückgehen. Also ich werde jetzt nicht alle Klassen durchgehen, weil ich habe ein Video gemacht über einen Charakterdesigner, 40 Minuten, da gehe ich alle Klassen durch mal ganz kurz, um das alles aufzulisten und die unterschiedlichen Völker. Deshalb versuche ich jetzt einfach mal in die Richtung zu gehen, was ich auch wirklich spielen will. Theoretisch könnte ich einen Zwergenpaladin machen. Das würde sogar eigentlich zum gesamten Storyplot passen. Nee, jetzt kommt nicht mit sowas wie Elfen werden cooler. Da sind übrigens die Unterklassen, falls eine gewisse andere Ausrichtung haben willst, so ein bisschen. Das wohl andere über sein eigenes zu stellen. Einige Paladine gehen dabei allerdings so weit, das Leid der Welt auf sich zu nehmen und andere zu helfen und ihre Verbündeten zu inspirieren. Das Gipfel der wahren Tapferkeit erklimmen. Man muss aber auch keine Spezialisierung ausnehmen, also nehmen. Göttlicher Jäger, um die Bösen Auge in Auge zu stellen. Göttliche Jäger attackieren das Böse bevorzugt aus sicherer Entfernung und strecken ihre Feinde nieder, ehe diese ihre Verbündeten gefährden könnten. Hüter. Schutz und Bewachen in einzelner Kreaturen. Diese kann ihr Lehnsherr, ein verbündeter Kleriker oder ein Unschuldiger sein, dem Gefahr durch böse Mächte droht. Und tut mir leid, ich habe Subklassen gesagt, aber man sagt hier, glaube ich, Archetypen. Du meinst das Ding, da kannst du direkt sehen, in wie viel
also gerade wurde erwähnt, macht doch die Details auf. Die Details unten rechts sind, da kann man schon sehen, mit den 20 Stufen, die man erreichen kann, was man alles auf dem Weg freischalten würde. Und seine Spezialität wäre halt das Studieren von Feinden. Dadurch kriegen wir einen Bonus auf Waffenangriffe und Schadenswürfe. Geh mal weg. Und das ist hier alles zu warm hier oben. Ich werde aber keinen Archetyp machen. Wir werden auch nicht den empfohlenen Bild benutzen, weil wir dadurch den automatischen Stufenaufstieg für alle Charaktere aktivieren. Also auch für den, den wir spielen. Klassischer Paladin. Ich gehe nochmal durch, damit ihr die unterschiedlichen Charaktere seht. Ich glaube, damals gab es nicht die Kitsune und die Oreade gab es nicht, ne? Und Halbvampire waren, glaube ich, auch nicht drin. Aber wir sind ganz klassisch unterwegs diesmal. So, meine Hintergrundgeschichte. Bin ich ein Anführer als Adliger? Was würde mich als Paladin ausmachen? Komme ich aus der Natur? Als Handwerker? Diese Fähigkeiten übrigens, die dazukommen durch meine Hintergrundgeschichte, sind, die können sich auch addieren mit anderen Sachen, dann kriegt man nochmal einen Bonus obendrauf. Um plus 1 bei vielen Sachen. Falls man jetzt zum Beispiel schon den Umgang mit ihr, also Umgang mit Sachen nicht, aber ich glaube, es war bei, jetzt muss ich mal was finden. Ich gehe jetzt nicht nach der Geschichte, sondern danach, womit ich dann umgehen kann. Weil ich würde als Paladin natürlich irgendwie ein Langschwert bevorzugen oder einen Zweihänder. Deshalb werde ich wahrscheinlich zu der Anführergeschichte beim Adin gehen. Jetzt nicht, weil es das erste ist, was oben steht. Aber es wäre auch mit der Klassenfertigkeit überzeugend. Also ich würde halt einen wirklich klassischen Anführer spielen. Ja, ich habe ja gemeint, es wird mit plus 1 verbessert, falls du schon einen gewissen Umgang hast, dann kriegst du einen Boni drauf von plus 1 im Kompetenzboni, also im Kompetenzwert. So machen wir uns charismatisch, Stärke. Für die Nahkampfangriffswürfe sehen, dass das immer teurer wird, umso höher wir gehen mit dem Wert. Jetzt kostet mich der Wertaufstieg schon plus 3. Wir können auch Werte reduzieren, um Punkte zu generieren. Ich kann mich richtig dumm machen. Wie so ein Stück Holz. Na komm, nehmen wir noch 2 Konstitutionen und Charisma. Der Daumen hier links zeigt uns übrigens an, in welche Richtung es geht. Dann kann man den Volksbonus auswählen, weil wir ja plus 2 Attributspunkte kriegen, weil wir ein Mensch sind. Das ist ja deren Stärke. Den wir halt frei verteilen können auf etwas.
So viel dazu. So, Fertigkeitspunkte. Wobei ich jetzt gerade überlege, Charisma 14. Aber ich brauche die Konstitution, wenn ich vorne im Nahkampf stehe. Nein, Charisma ist für den Zauberwert verantwortlich. Beim Paladin. Das siehst du mich hier, weil hier die Zauber aufgelistet sind. Baden, Paladine, Blutwüter, Mystiker, Skalden und Hexenmeister erhalten auf Basis ihres Charisma-Werts Bonuszauber. Der minimale Weisheitswert für das Wirken eines Zaubers ist 10 plus die Stufe des Zaubers. Ich habe Kingmaker, weil die Frage gerade häufiger aufgekommen ist, Ich habe 120 Stunden laut Steam in Kingmaker. Hab das Ende aber nicht gesehen. Schande über mein Haupt, so ist es leider. Ich kann es jetzt auch gerade nicht ändern. Aber ich habe auch Divinity Jahre später noch durchgespielt. Zum Beispiel. Als Gegenbeispiel dafür, dass das alles nicht immer Leichen werden. Und es ist Shame, ja. Eigentlich war ich schon so gut wie durch. Ich bin ein bisschen irritiert. Weil Weisheit mir ja auch helfen würde. Aber nur wegen den Umgebungsgeschichten. Also Wahrnehmung, Wissen und Religion, aber egal. Wir werden uns einfach einen Gefolgsmann suchen, der halt das höher hat. Kann übrigens nur einen Punkt hochgehen. Dann kennt sich noch in Religion aus und in Wissen über die Welt. So, Talente. Könnt ihr hier sehen. Gibt so ein paar Talente. Mit Zaubern zusammengezählt sind es über 1000 Stück. Ein traumhafter Bastelkasten für alle, die es gerne haben. Ich werde aber die Empfehlung nehmen am Anfang und werde den Waffenfokus machen. Und da habe ich ja schon Fokus auf Langschwert und dann werde ich nämlich nochmal Langschwert nehmen, wodurch ich den Bonus abgreife. Weil meine Hintergrundgeschichte ja auch schon Langschwert als Waffenfokus hat. Hoffe ich jedenfalls, dass ich das gerade richtig sage. Und ich dadurch halt den Bonus bekomme. Mit Langschwertern. So, Talent. Einfach so viel. Was ist eigentlich mein Rüstungsfokus? Jetzt plus 3 Trefferpunkte. Plus 2 Bonus? Nee. Bedrohliche Darbietung. Da bin ich gar nicht sicher. Hat, glaube ich, bei Kingsmaker damals nicht so gut funktioniert bei mir. Oder die hatten nie Angst vor meinem Charakter. Weil man damit halt die Leute demoralisieren kann in der Umgebung. Wobei, wenn ich ein Langschwert habe, könnte ich das eigentlich mit dem Schildstoß machen.
Was sind die Voraussetzungen? Schildstoß an sich. Ach, das will das Spiel nicht. Ein Klassenmerkmal ist nützliches Attribut für Charakter der entsprechenden Klasse. Es beeinflusst Fertigkeitswürfe. Aber in der Entwicklung soll das wohl nicht sein. Schildwall ist eine Bonusfähigkeit. Wenn ein Gefährte neben mir steht, der dasselbe hat, kriegen wir einen Bonus aufeinander. Für Rüstung habe ich schon alles. Warum empfiehlt mir das Spiel eigentlich nichts? Weil es gemein ist. Schlechter Treffen, mehr Schaden. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen in mich kehre, aber ich muss gerade wirklich einfach mal durchlesen. Blindkämpfen verbessert gegen verbesserte Blindkämpfen. Ach komm, wir machen die bedrohliche Darbietung. So, mit welchen Göttern wollen wir uns einlassen? Ich glaube, ich darf als Paladin nicht Atheist sein. Dann nehmen wir Eomadea, auch bekannt als die Erbin, Licht des Schwertes und Herrin der Tapferkeit, ist die Göttin des rechtschaffenden Mutes, der Gerechtigkeit und der Ehre. Sie diente als Herold unter Aroden, übernahm nach dem Tod des letzten Aslanti viele seiner Anhänger und verbreitet seitdem unermüdliche Ehre und Rechtschaffenheit zur Verteidigung des Guten im Kampf gegen das Böse. Nehme ich jetzt eigentlich, weil bevorzugte Waffe ist das Langschwert. Das passt wenigstens halt mit meiner Waffengattung. Als Atheist glaubst du als Paladin nur an dich selbst. So, wir können nur rechtschaffen gut sein, wird also ein sehr nicht böses Spiel. Und ich brauche ein anderes Auftreten. Damit kann ich leben. Die haben sie übrigens versäumt, eine Sache, die ich kritisieren muss am Anfang, dass man ans Gesicht ranzoomen kann. Um das ein bisschen besser zu erkennen. Aber man ist eh nachher so weit weg vom Charakter. Aber warum macht man so Narben rein? Du musst ja mit der Lupe erstmal gucken, ob die Narbe da ist. Wie sollst du bedrohlich sein, wenn du gut bist? Gegen böse Gegner kann man doch gut sein.
Und die sagen dann, oh mein Gott, der ist so gut, wir sind alle ängstlich. Kriegsbemalung möchte ich nicht haben. Primärfarbe. Ja, ist der Streifen übrigens, der sich gerade verändert. Sonnengelb und rot wie das Feuer. Um die zu läutern, die gegen mich sind. Und damit ich mal nicht in Schwarz rumrenne wie sonst immer. Ich tendiere ja immer dazu, Schwarz ist die einzig wahre Farbe. Mach mal Gold-Weiß. Das Zahnrad unten ist dafür da, den Rucksack anzuzeigen oder die Kopfbedeckung auszublenden, weil es gibt ein paar Primärklassen, die haben eine Kopfbedeckung, da kannst du nämlich das Gesicht nicht sehen. Oder der Inquisitor trägt halt einen Hut. Da kannst du die Frisur nicht sehen. I'll take care of it. Get it off me. I have no need for this. This is my path. The path is clear. Spell's not working like that. We will be victorious. Not that I care. Damn, son! I sense something. Their life ends here. I'm always ready. I'm always ready. This will hurt! All I see is blackness. All I see is madness. Our time has come. Strike as one. Strike as one. Let us press on. Ah, let us press on. So many thoughts. So little time. I'll carve my name onto your flesh. Burn! Slice! Behead! We cannot be defeated. I feel faint. All this waiting bores me. Ich muss sagen, ich habe die optimistische Stimme genommen beim Anspielen, die ging mir auf die Eier. Boah, war das schlimm. First come, first served. Are you still here? Beautiful. And off we go. Eh, I can find better. Weil es einfach nervig ist. I'm not touching that. Defeat is not an option. I shall not falter. I have no need for this. Ich finde eigentlich gottesfürchtig sehr gut. Let's shake a leg! Forwards! No, no, get it off me! All I see is blackness. So many thoughts. So little time. Together we stand. Das ist wenigstens so eine neutrale, starke Stimme. Strike as one. Ich nehme übrigens meinen Eigennamen. Ich war am 11. Desnov geboren. Let us press on. A mere flesh. So it comes to this. I'll need to review this spell later. Does anyone require my You counsel? Shall not pass. Combat is adjourned. I need to concentrate. Someone else would make better use. My skills exceed yours. We do it my way. I'll carve my name onto your flesh. Adventures await. Mutig klingt einfach wie so ein britischer Kaufmann, der erzählen will, dass sein Ale besser ist als mein Ale. You're done for. Forwards. I won't give up. Das ist so, eigentlich ist das adelig. Fühlt sich, also hört sich das an. Defeat is not an option. I shall not falter. Ja, wenn ich die Skillung total verhauen habe, so sei es. Aber das ist mein Charakter. So möge das Abenteuer beginnen.